Hey und willkommen zu diesem etwas ungewöhnlichen Unboxing-Video. Hier geht es heute nicht um das neue iPhone oder ein Samsung-Tablet, sondern um eine sehr außergewöhnliche Blumenvase. Und warum das die wahrscheinlich coolste Blumenvase ist, die du bisher gesehen hast, das zeige ich dir jetzt. Das hier ist die Life und die Life ist designt worden von einem schwedischen Designer und der hat das Ganze bei Kickstarter online gestellt und hat sich das Projekt so finanzieren lassen. Und er hat damit über 320.000 Dollar, glaube ich, eingesammelt. Und ich habe jetzt eine von diesen Live-Blumenvasen zugeschickt bekommen. Und ich muss sagen, die kommt wirklich daher, also schon wie ein MacBook oder iPad. Also so wie man das eigentlich nur von sehr hochwertigen Technik-Gadgets kennt. In einem weißen Karton, in einer weißen Verpackung mit mattierter Oberfläche und sehr edlem Aufdruck. Und wenn man jetzt diesen Schuber hier mal rauszieht, sieht man auch, dass es hier drunter genauso hoch eigentlich weitergeht mit einem sehr hochwertigen Karton und einer Schaumstoffabdeckung. Und auch hier sieht es ehrlich gesagt gerade eher aus, als würde ich hier ein Tablet auspacken. Bedienungsanleitung. Blumenvase mit Bedienungsanleitung. Dann haben wir hier die Unterseite, die Platte, auf der das Ganze nachher stehen bzw. schweben wird, mit einer Korkscheibe. Wofür die gut ist, werden wir gleich sehen. Und natürlich die eigentliche Blumenvase. Sagt man dazu eigentlich Blumenvase oder ist das eher ein Blumenkübel? Es ist irgendwie so eine sehr ungewöhnliche Form und Größe. Und damit das Ganze funktioniert, brauchen wir Strom. Diese Korkplatte ist quasi unsere Schablone, um diese Blumenvase zentriert auszurichten. Denn in dieser Box ist ein Magnet und auch die Unterseite von dieser Vase ist magnetisch. Und das zieht sich natürlich entweder an oder stößt sich ab. Und wir müssen jetzt genau diesen Punkt finden, an dem das Ganze anfängt zu schweben. Und dabei soll uns eben diese Schablone hier helfen. Bisschen Fingerspitzengefühl, damit es auch genau zentriert ist. Ups. Das sieht doch gut aus. Jetzt können wir die Schablone nämlich auch wegziehen und sehen, das Ganze schwebt tatsächlich gar nicht mal so schlecht in der Luft. Also ich finde, das ist schon echt ein ordentlicher Abstand, den das hier schwebt. Ich hätte jetzt gedacht, dass das wesentlich flacher über dieser Holzkiste schwebt. Und man kann es tatsächlich auch drehen. Also es sieht echt, finde ich, sehr cool aus. Dazu gibt es jetzt noch eine Pflanze, die man da einsetzen kann. Und das Gute an dieser Pflanze ist, sie braucht keine Blumenerde. Und man muss sie auch nicht gießen, was mir persönlich super entgegenkommt, weil ich nicht so den grünen Daumen habe und es sowieso immer vergesse. Und die ernährt sich tatsächlich nur von Luft und Liebe. Nein, von Luft und Luftfeuchtigkeit. Von kleinen Partikeln, die in der Luft sind und der Luftfeuchtigkeit. Wenn man die hier so ein bisschen ausrichtet, dann hat man eine schwebende Pflanze in einer schwebenden Blumenvase. Und ich finde ehrlich gesagt, dass das mega cool ist. Das Ganze ist leider nicht besonders günstig. Es kostet so im Set hier mit Blume und Magnet und Vase etwas über 300 Euro. Und das ist natürlich für eine Blumenvase verdammt viel Geld. Aber ich glaube, wenn man sich überlegt, dass manche andere Leute sich Kunstgegenstände, Bilder oder was auch immer für sehr, sehr viel Geld in die Wohnung stellen, dann gibt es auch mit Sicherheit dafür Leute, die sich das kaufen und damit ihre Wohnung aufhübschen oder es einfach cool finden, weil ehrlich gesagt, ich finde, es hat schon wirklich was sehr Futuristisches, wenn man sich das hier so in seiner Wohnung aufs Regal stellt oder vors Fenster auf die Fensterbank. Das gibt dem Ganzen wirklich so einen Cyber-Look und Future. Also es ist halt eine fucking schwebende Blumenvase. Also ich finde es total cool. Weiß nicht, ob ich es mir selber kaufen würde. Schreib doch mal in die Kommentare, ob du es auch cool findest oder ob du sagst, das ist der größte Blödsinn, der je erfunden wurde. Dafür kaufe ich mir lieber eine PlayStation. Falls dir das Video gefallen hat, gib mir mal einen Daumen nach oben und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn in Zukunft wird es hier mehrere solcher Videos geben und ich würde mich freuen, wenn du mal wieder vorbeischaust. Thank you.